Danke, einen schönen guten Morgen. Herr Bundesminister, ich möchte gerne bei der ursprünglichen Frage noch mal andocken. Sie haben gesprochen von einem schönen oder guten Budget und Erfolgen sozusagen, was die Professuren anbelangt. Ich möchte es einfach konkret von Ihnen wissen, wie viele Professuren wurden. Da möchte ich bitte auch gerne eine Aufschlüsselung nach Geschlechtern, also wie viele Frauen und wie viele Männer bzw. werden in der Zeit von 2019 bis 2024 tatsächlich geschaffen und bitte geordnet nach den Budgetjahren. Es wäre uns sehr wichtig, hier Zahlen zu bekommen. Ich spüre schon eine gewisse Unruhe, weil vielleicht diese Fragestellung schon, Fragestunde schon zu lange dauert. Ja, ist halt anders als in der Klasse. Ja. In der letzten Leistungsvereinbarungsperiode konkret 360 Professuren wurden neu geschaffen. Professuren, manchmal ordentliche Professuren, aber nicht immer ordentliche Professuren nach § 98, sondern manchmal auch Laufbahnstellen, die dann zu Professuren führen können. Professuren im Sinne von 98er Professuren, 360. Die Aufschlüsselung nach Geschlecht müsste ich Ihnen irgendwann einmal nachreichen. Ich habe sie nicht, aber wir achten darauf, natürlich ganz im Sinne auch unserer, glaube ich, gemeinsamen Intention, mehr Frauen in Spitzenpositionen an den Universitäten zu bringen. In der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode werden es etwa 60 neue Professuren sein, mit einem gewissen Schwerpunkt, den ich vorher schon angedeutet habe, im medizinischen Bereich, im MINT-Bereich und möglicherweise die ein oder andere Professur dann dort, wo die Betreuungsverhältnisse zu verbessern sind. Nächste Hauptfrage stellt die Frau Abgeordnete Kucharowitz noch einmal. Gern zu einem Thema kommen, das heute auch schon angesprochen wurde. Sie wissen, seit Jänner wurden 14 Frauen ermordet. Wir müssen alles dafür tun, um diese Femizide zu stoppen, um Gewalt an Frauen zu stoppen. Und meine Frage an Sie, ich möchte mich gleich entschuldigen, wir haben einen Fehler in der Frage, nämlich was das Datum anbelangt. Die Frage lautet, warum waren Sie am 12. Mai, muss es heißen, im Bundeskanzleramt, als der Gipfel stattgefunden hat, nicht anwesend und haben dort auch keine zusätzlichen Maßnahmen für Gewaltprävention im Schulbereich präsentiert? Jetzt könnte ich natürlich sehr verkürzt antworten und könnte sagen, weil ich nicht eingeladen war. Aber nichtsdestotrotz, meine Antwort ist ein wenig präziser. Mir ist natürlich Gewaltprävention extrem wichtig, insbesondere Gewaltprävention gegenüber Frauen. Ich habe vorhin schon über das Problem der Männerbilder, wo Dominanz, Macht, Aggression, auch Aggression, die nicht stigmatisiert wird, enthalten ist. Mir ist daher auch die Umsetzung dieser geschlechterreflexiven Erziehung in der Schule ein wichtiges, damit Schüler und Schülerinnen selbst draufkommen, damit sie selbst draufkommen, welchen Rollenbildern bin ich hier eigentlich anheimgefallen. Wir machen auch ein Programm in den Schulen und regen das auch immer an, Teambuilding-Maßnahmen gleich am Anfang, sodass die Gruppe sich als Gruppe konstituiert. Fortbildungsmaßnahmen, wie geht man mit Gewalt in den Schulen um? Und wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Initiativen in den Schulen, die unsererseits immer unterstützt werden, weil Gewaltprävention so früh wie möglich ansetzen muss. Zusatzfrage? Vielen Dank auch für Ihre Antwort. Ich möchte es gerne ein bisschen noch konkreter machen, weil Sie haben auch davor, als die Kollegin Hamann die Frage gestellt hat, von dem Grundsatzerlass gesprochen. Natürlich ist es zentral und wichtig, hier was Übergeordnetes zu haben. Sie haben aber auch Ethik angesprochen. Und Sie wissen, unser Kritikpunkt gestern auch die Debatte zur ersten Lesung zum Volksbegehren, dieser Ethikunterricht beschränkt sich auf eine bestimmte Gruppe. Das bedeutet, wenn das sozusagen Ihr Ansatz wäre, würden nur bestimmte Menschen oder Kinder in dem Fall und Jugendliche zur Gewaltprävention kommen. Deshalb möchte ich noch mal fragen, welche konkreten, aufgrund auch der ganz akuten Situation, wir müssen alle gegen Gewalt an Frauen was tun und was gibt es wirklich für konkrete Maßnahmen und mit wem kooperieren Sie, nämlich auch externen Experten und Expertinnen? Vielen Dank. Zwei konkrete Angaben geben. Grundsatzerlass
wird in die Lehrpläne transferiert. Das ist ganz wichtig. Nicht nur ein übergeordnetes Dach, das man sich halten kann oder nicht, sondern es wird in die Lehrpläne transferiert. Ganz konkret nämlich. Und das Zweite ist auch Ethik und die Fragen von Gewalt, von Gewaltprävention, vom Umgang miteinander. Da habe ich viele Gespräche geführt, auch mit den Religionsgemeinschaften, die das in ihren Religionsunterricht übernehmen werden. Wir werden so etwas wie einen gemeinsamen Überlappungsbereich haben zwischen dem Religionsunterricht und dem Ethikunterricht, damit diese Fragen nicht verloren gehen oder nur von jenen behandelt werden, die in einem Ethikunterricht gehen. Nächste Frage stellt die Frau Abgeordnete Nis.